Es wird Zeit, wieder ins Kino zu gehen. Ein toller neuer Film. Die Rettung der uns bekannten Welt ist endlich da. Und eine der Hauptrollen hat Tijan Marai. Wie geht's dir und wo bist du? Hi, mir geht's super. Ich bin gerade bei mir zu Hause, wieder back in Berlin. Und ich bin sehr happy, hier zu sein. Du hast die weibliche Hauptrolle bei diesem tollen neuen Film. Regie Til Schweiger, so viele tolle Leute mit am Start. Männliche Hauptrolle Emilio Sacraia, Bettina Lamprecht ist dabei, Til Schweiger, Emma Schweiger, Lilly Schweiger. So viele tolle Leute, so talentiert. Und du glücklicherweise mittendrin. Wen spielst du? Meine Rolle heißt Toni. Und Toni hat Tourette und so Aggressionsprobleme und ist deswegen auch in der Anstalt. Und dort lernt sie dann Paul kennen, gespielt von Emilio. Der hat eine bipolare Störung und dann finden die beiden sich halt sehr interessant. Und was dann passiert, werdet ihr dann im Kino sehen. Und ihr greift ja ein Thema an, das wurde bisher komplett ignoriert, außer es ging irgendwie witzig. Und jetzt ist es natürlich so, natürlich gibt es bei euch auch humorvolle Momente. Aber es ist ja glücklicherweise, es wird endlich mal erklärt. Ja, es werden mal wirklich Figuren gezeichnet, die man mag und bei denen man sich auch denkt, das ist doch wirklich eine Krankheit und nichts, was man einfach nur so, ja, ach komm, der ist mal so, der ist mal so. Wie war das für dich, so an das Thema ranzugehen? Also ich finde das total toll, dass wir diesen Film gemacht haben, weil gerade jetzt auch in der Corona-Zeit hat man ja gemerkt, dass viele Leute mit mentalen und psychischen Problemen so strugglen. Und jeder kennt, glaube ich, jemanden, hat jemanden in der Familie oder war selbst schon mal betroffen. Und deswegen fand ich das total schön, dass wir unseren Figuren so Leben einhauchen konnten und halt dieses Thema aufgegriffen haben. Und für mich war halt die große Herausforderung, das Tourette zu spielen. Und das war auch total spannend, weil ursprünglich sollte Toni gar kein Tourette haben. Es kam in dem Castingprozess so dazu, dass ich halt für drei Rollen vorgesprochen habe und Till das Tourette so cool fand, wie ich das gemacht hat und mich aber gerne auch nochmal für Toni gesehen hätte, dass er meinte, okay, probier mal Toni mit Tourette. Und so sind wir eigentlich erst auf die Idee gekommen, dass Toni Tourette hat. Also wenn du gar nicht für die Rolle im Casting gewesen wärst, hätte die Rolle wahrscheinlich gar kein Tourette gehabt. Wie abgefahren. Ja, voll, oder? Ich bin auch ein bisschen stolz. Es gibt eine ganz abgefahrene Szene, auch sehr hochemotional, du und Emilio. Er sagt zu dir, ich bin ein Monster, weil ohne jetzt zu viel zu verraten, es ist halt Emilio, seine Rolle ist da, weil halt fast seine zwei kleinen Geschwister gestorben werden, aufgrund eines Fehlers, den er mehr oder weniger gemacht hat. Und er sagt halt, ich bin ein Monster. Und dann sagst du, nein, bipolar ist das Monster, du bist du. Das ist natürlich eine ganz tolle, große Szene. Wie läuft da die Regiebesprechung? Wie läuft sowas vorher? Oder sagt dann einfach, Till, der ja auch die Regie gemacht hat, sagt er einfach, macht mal und wir gucken? Oder gab es vorher eine ganz genaue Ansage, wie, was, wo? Also ich muss sagen, dass Till uns ein unglaubliches Vertrauen geschenkt hat und das schätze ich ihm auch mega hoch an, weil, schätze ich ihm hoch an? Oder das rechne ich ihm mega hoch an? Schätze ich sehr an ihm, weil ich habe das Gefühl, gerade durch den Castingprozess hat er schon sich so dafür entschieden, dass wir das machen und uns das einfach erstmal machen lassen. Und klar, wenn man irgendwie gemerkt hat, man kommt nicht weiter oder ich verstehe die Szene nicht ganz, dann war er immer zur Hand und wusste ganz genau, was er will und wie er uns helfen kann. Aber wir haben da, wir waren sehr frei. Und das finde ich auch super, weil ich liebe das, weil gerade, ich meine, ich bereite mich halt auch vor und wenn ich dann erstmal zeigen kann, was ich mir gedacht habe, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Und wie war es gerade bei dieser Szene? Wie war so der Abend davor? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, das ist auch eine wichtige Szene für dich, oder? Ja, klar. Ich meine, eigentlich fast alle Gespräche, die wir haben, sind voll wichtig. Und ich habe tatsächlich relativ viel Zeit vor dem Drehbeginn gehabt, auch um das Tourette vorzubereiten. Und habe, glaube ich, 1,5 Monate mich intensiv auf den Film vorbereitet. Und dadurch habe ich dort schon sozusagen viele Sachen für mich geklärt und herausgefunden, sodass ich dann beim Dreh relativ entspannt sein konnte und jetzt nicht mega gestresst jeden Abend ins Bett gehe, sondern ich habe es mir dann nochmal angeguckt, verinnerlicht und war dann so, let's go. Ist Toni cool? Wärst du mit Toni im echten Leben befreundet oder eher schwierig? Ach, Toni ist super. Was ich total cool finde, ist, wo ich mich mit ihr auch immer so sehr verbunden gefühlt habe, ist, dass sie sehr mutig ist und immer offen, neue Leute kennenzulernen, neue Probleme, also Probleme zu lösen und immer das Positive auch in den Leuten sieht. Warum muss man die Rettung der uns bekannten Welt unbedingt sehen? Einmal, weil es ein Thema aufgreift, was uns alle betrifft.
Und weil dieser Film unglaublich Spaß macht, man wird wirklich durch alle Emotionen durchgeführt, von Weinen bis Lachen, zu Angstzuständen bis Hoffnung. Und man geht danach mit einem super Gefühl raus, nämlich, dass man alles schaffen kann und dass es okay ist, nach Hilfe zu fragen. Wie bist du denn überhaupt zur Schauspielerei gekommen? Also, ich war auf einer sportbetonten Schule und wir hatten Bundesjugendspiele. Das ist so ein Sportfest in der Grundschule. Und da kamen zwei Praktikantinnen auf mich zu von einer Castingagentur und haben mich gefragt, ob ich ein Casting machen möchte. Und meine Mama war zufälligerweise dabei und dann meinte sie halt, ja, ist kein Problem. Und dann bin ich dahin und habe halt mit 10 Jahren mein erstes Casting gehabt und ich habe auch die Rolle direkt bekommen und fand das dann mega cool. Das war fürs ZDF. Der Film heißt Das Echo der Schuld und das war mit Anna Loos. Mit der habe ich zusammen gedreht. Und von da an war ich total hooked und habe mich dann entschieden, mich danach selbstständig bei Kinderagenturen zu bewerben und habe das extrem unprofessionell gemacht. Ich habe denen einfach einen Kinox-Link geschickt, weil ich es damals nicht besser wusste und war so hier bei Minute 23, da seht ihr mich. Und dann hat eine Agentur mich eingeladen und seitdem bin ich dabei. Also es war schon immer mein größter Traum und ich habe es dann einfach durchgezogen. Und war auch davor schon für dich so Schauspielerei interessant oder erst durch dieses Erlebnis? Nein, also ich wusste das, glaube ich, schon immer. Ich habe auch immer bei Familienfeiern, war ich so, habe ich performt und habe die anderen Kinder so rekrutiert und meinte, okay, wir machen jetzt eine Performance. Und es hat mir immer total Spaß gemacht. Und der erste Film, der mich so richtig vom Hocker gehauen hat, war Fluch der Karibik. Und dann war ich so, wow, ich möchte auch so sein, ich möchte auch so was drehen. Und genau, seitdem wusste ich das. Und welche war deine bisher herausforderndste Rolle? Also ich kann das nicht ganz so sagen, weil jede Rolle ist so herausfordernd und es gibt immer irgendwas. Also entweder man muss die ganze Zeit frieren oder man muss die ganze Zeit essen oder man ist körperlich extrem herausgefordert. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist wie verschiedene Freundschaften. Jede Freundschaft, jede Liebe bringt was Eigenes mit. Und ich möchte mich da nicht festlegen. Ich liebe die alle. Und ich habe den Eindruck, dieses und das nächste Jahr wird auf jeden Fall deins. Ich möchte mit dir über ein paar upcoming Projects sprechen oder Sachen, die schon so gefühlt fast da sind. Wir reden bitte zuerst über das Privileg. Netflix, Horrorfilm, du bist dabei. Max Schimmelpfennig, Lea van Acken, Roman Knitschka, Lise Riesom-Olsen und eben du. Worum geht's da? Das Privileg ist nochmal was ganz anderes. Ich finde das mega spannend, weil das so ein Format ist, was es in Deutschland momentan noch nicht so gibt. Und wir sind halt in einer so Highschool-Vibes, also Schul-Vibes und es geht um, oh, ich kann leider überhaupt nichts spoilern, es tut mir so leid, aber es wird ein unglaublich spannendes Projekt und ich bin mega gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden. Du darfst nichts verraten, aber es gibt schon ein paar Infos im Internet. Und zwar in das Privileg vermutet der von Schimmelpfennig gespielte 18-jährige Finn nach einer Reihe von unerklärlichen Ereignissen, dass sein Umfeld von einem Fluch heimgesucht wird. Schon bald beginnt die Fassade seiner wohlhabenden Familie zu bröckeln. Darfst du denn verraten, wen du spielst? Also ich bin auf jeden Fall in der Clique von Max und zwischen uns läuft auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Ach, es ist so schön, man wird immer so gern so viel verraten, ne? Aber man will ja auch den Spaß nicht rauben. Ich freue mich immer, wenn Netflix Horrorfilme macht, weil die Schwarze Insel zum Beispiel fand ich auch super. Wer es nicht gesehen hat, auf jeden Fall zum Einstimmen, gönnt euch das. Und dann Kino, gibt es dich bald dann noch ein zweites Mal bei 6 Minutes to Midnight, ein internationaler Film. Worum geht's da? Also bei 6 Minutes to Midnight, da sind wir in einem Mädcheninternat in England und es spielt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es geht darum, dass es diesen Konflikt gibt, sind Jugendliche, die zwar aus Deutschland kommen, haben die was mit den Nazis, also sind die damit verantwortlich oder sind es einfach nur Kinder, die man schützen muss? Und du spielst Gretel und ihr habt in Großbritannien gedreht, ne? Das heißt internationale Produktion. Wer war da so dabei an deiner Seite? Also es war halt Judi Dench am Set, wo wir, glaube ich, täglich mehrmals in Ohnmacht gefallen sind, wo wir sie gesehen haben. Und Maria Dragos hat mitgespielt, Franziska Brandmeier und noch viele mehr. Und es hat mega Spaß gemacht. Wir waren halt voll viele Girls auf einem Haufen und war auf jeden Fall eine Erfahrung, wo ich mich noch immer sehr gerne zurückerinnere. Es war super. Also man kann schon sagen, Tijan, es läuft, ne? Netflix, Kino mit Til Schweiger, 6 Minutes, man soll es nicht beschreien. Aber zurzeit ist, glaube ich, da 2 Daumen nach oben, oder? Voll, vor allem, was du noch nicht gesagt hast, ist, ich habe ja noch einen anderen Netflix-Film gedreht, der heißt Rumspringer. Der kommt wahrscheinlich erst im Sommer nächsten Jahres auf Netflix.
Und darauf freue ich mich auch mega. Und dann habe ich jetzt diesen Sommer noch Featuring Ella gedreht. Das ist ein Kinofilm mit Lina, die ist so ein Popstar. Die kennt ihr vielleicht. Und der kommt dann auch bald in die Kinos. Also stay tuned. Es ist wahnsinnig viel los. Magst du noch verraten, worum es bei Rumspringer geht? Bei Rumspringer geht es um einen Amischen, der seinen Rumspringer macht. Das ist so ein Jahr, wo die ein Jahr lang die Welt erkunden dürfen. Und er landet halt in Berlin und trifft dann auf uns, nämlich viele Berliner Gestalten. Jetzt reden wir über so viele Filmprojekte. Ist das jetzt alles vor kurzem gedreht worden oder ist das alles schon teilweise extrem lange her? Also die Rettung der uns bekannten Welt war ziemlich genau vor einem Jahr. Und danach kamen noch die zwei Netflix-Projekte und jetzt der Kinofilm mit Featuring Ella. Und dafür war Six Minutes to Midnight schon, ich glaube, sehr lange her, 2019, wenn ich mich nicht irre. Eigentlich haben wir ja Riesenglück, dass du Schauspielerin bist, weil du warst ja gefühlt schon sehr auf dem Weg zur Yoga-Lehrerin, ne? Ach so, nein. An erster Stelle steht immer Schauspiel und an der zweiten immer Yoga. Und die Yoga-Lehrerausbildung habe ich immer so nebenbei gemacht, wenn ich mal einen Monat frei hatte. Und die zweijährige Yoga-Lehrerausbildung läuft auch gerade noch. Und das funktioniert super, weil ich dann so einmal im Monat für 3 Tage habe ich halt Ausbildung. Und das lässt sich immer super vereinbaren, auch mit dem Dreh. Und das ist ein mega Ausgleich. Und ich bin so froh, dass ich das mache. Du lernst das nicht nur in Berlin, du warst auch in Goa, in Indien direkt, ne? Ja, ich war sogar 3-mal in Indien und in Goa. Ja, es ist mega schön dort. Da kann man gerade nicht hin, aber es war eine super Zeit für mich. Vor allem gerade nach der Schule bin ich hin. Ich wusste, ich will weg. Und ich habe einmal vorher kurz Indien gegoogelt und mir dann einen Flug gekauft und bin los. Mit 18 alleine. Das Leben muss man packen und sich zu eigen machen. Völlig richtig. Du studierst noch jetzt gerade auch, ne? Genau, ich studiere Kunst an der UdK. Und das ist total, also es inspiriert mich sehr. Ich habe zum Beispiel aus dem Kunststudium meine Kamera. Das habe ich von einem Kommilitonen, habe ich die abgekauft. Und mit der mache ich auch immer Fotos für Saints and Virgins. Das ist mein Foto-Account auf Instagram. Und das mache ich dann auch immer voll gerne in den Drehpausen. Fotografiere ich so meine Mitspielerinnen oder meine Freunde und Freundinnen. Und das ist halt cool, weil ich das Gefühl habe, ich habe halt viele Freunde, die man auch kennt, so aus dem öffentlichen Leben, weil sie auch Schauspielerinnen sind zum Beispiel. Und dann kann ich die immer von einer ganz anderen Seite zeigen, als die Öffentlichkeit sie vielleicht kennt oder wahrnimmt. Und ja. Was war denn für dich bei Die Rettung der uns bekannten Welt die herausforderndste Szene? Besonders herausfordernd waren genau die ersten 2 Drehtage, weil wir die an der polnischen Ostsee gedreht haben. Und wir haben die extra vorgezogen, damit es warm sein soll. Es war aber genau andersrum. Es war extrem kalt an den Tagen und den Rest des Drehs war es extrem warm. Und es gibt da so eine Schwimmszene, weil Toni, also meine Rolle, und Paul, die... Paul möchte Toni Schwimmen beibringen und natürlich macht das voll Sinn, das an der Ostsee zu machen, weil da nie eine Welle auftaucht und ausgerechnet an diesem Tag stürmte es gefühlt. Also es war Hochsee auf der Ostsee und es ist total witzig, weil man sieht es natürlich nicht so, aber bei den Schwimmszenen, ich habe extrem viel Wasser geschluckt, wir haben extrem gefroren und wir waren, glaube ich, 2 Stunden einfach im Wasser. Und also es war auch sehr dramatisch, der Tonmann ist nass geworden, alle sind nass geworden, aber im Nachhinein haben wir es geschafft und es war auch gut, dass es gleich der erste Drehtag war und dann war das Schlimmste erstmal vorbei. Gott sei Dank. Und was da noch passiert ist, können wir sehen im Kino, Die Rettung der uns bekannten Welt läuft. Weibliche Hauptrolle, Tijan Marai. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Vielen Dank. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst gleich in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Du hast noch eine Sekunde Zeit zum drüber nachdenken. Die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und wir nehmen uns mal ein Beispiel an Tijan. Die hat jetzt über die letzten Jahre so viele tolle Projekte gemacht und musste jetzt teilweise sehr lange warten, bis sie endlich mal erschienen oder erscheinen werden. Und das, diese ja, Resilienz, diese große Kraft, geduldig zu sein, ist schwer und ist manchmal wirklich zum Kotzen und Scheiße. Und deswegen ist es immer schön, weil wenn man manchmal auf Sachen länger warten muss, wird es umso schöner, auch wenn die Geduld einen zerfetzt. Deswegen lasst uns alle üben, geduldiger zu sein. Aber geduldig sein müsst ihr nicht bei der Web-Talk-Show, denn morgen um 19 Uhr geht's weiter. Wir sehen uns dann und jetzt der Abschluss mit Tijan. Bis dann!
Also, ich würde gerne das Mysterium in meinem Namen lösen. Es ist einfach nur Tijan. Und Tijan bedeutet schöne Augen und Schwertkämpferin. Und wenn ihr euch das nicht merken könnt, dann nennt mich einfach Tiji, weil so nennen mich meine Freunde und Familie.